Hallo am Osterwochenende. Mich hat vorgestern ein Päckchen erreicht. Und zwar vom Sebastian. Und da steht drauf, Osterhase für Eddie. Finde ich originell, steht sogar auf dem Adressaufkleber drauf vom Hermes. Und das möchte ich, ist mir jetzt ein Bedürfnis, dass ich das mit euch auspacke hier. Das Packerl. Und schau, was da drin ist. Um mich dann beim Sebastian zu bedanken. Extra mein Taschenmesser mit runtergenommen. Schneiden wir es mal auf. Dann schauen wir miteinander rein. Osterhase für den Eddie. Und was ich da sehe, ist ein T-Shirt. Packen wir gleich mal aus. Und zwar vom 9. Hemeraner Ententreffen. Da ist die James-Bond-Ente drauf mit den Einschusslöchern. Am 15.06. ab 10 Uhr im Sauerlandpark. Ich bin natürlich auch ein Entenfan. Wenn ich nicht schon so viel Zeug hätte, würde mich das Auto auch interessieren. Ein Fahrzeug mit großer Geschichte, das mit die große Wertsteigerung von allen Fahrzeugen mitgemacht hat, was man heute für eine Ente zahlen muss. Unglaublich. Hier sieht er die James Bond Ente mit den Einschusslöchern. Ich kenne natürlich den Sebastian, der hat mir schon öfters was geschickt, knarzt, muss ich auch mal schmieren. Danke Sebastian, freut mich, jedes T-Shirt ist willkommen, der Sommer steht vor der Tür. Dann Grüße aus dem schönen Menden. Für den bayerischen James Bond hat er noch geschrieben. Habe ja letztes Mal bei Community so ein Foto gepostet von mir in James Bond Pose mit Smoking. Ich finde das klasse, wie er das aufgenommen hat. Für den einzigen bayerischen James Bond das passende 007 T-Shirt von unserem Ententreffen im Sauerland. Zur Ente habe ich noch eine Geschichte. Ich kenne jemanden, einen echten Franzosen, der bei uns wohnt, der hat so eine gelbe Original-Kastenente von der französischen Post. Wir haben auch mal ausgemacht heuer, dass mich der mal besucht. Bin ich schon gespannt, ob das was wird. Und dann ist noch ein Klassiker drin, der letzte Mohikaner. Für mich eine der größten Indianergeschichten von James Fenimore Cooper. Ich habe auch die Verfilmungen immer wahnsinnig gern gesehen, die Atmosphäre da bei den Cherokees und Irokesen da an der Ostküste, ganz was anders wie die Prärie-Indianer und die Apachen in den Wüstengegenden von New Mexico. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gelesen habe, aber das kommt neben mein Bett, das ist als nächstes dran. Gut. Danke Sebastian für die tollen Geschenke, sehr aufmerksam, noch dazu passend zu meinem James Bond Post, der auch gut kommentiert worden ist. Hier nochmal zum Anschauen. Habe ich erst angeschaut, den Film übrigens, diesen James Bond. Und war wieder fasziniert, wie die den Olivenhain runtergebrettert sind mit der Ente. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen mit einem kurzen Statement zu einem Sportereignis, das ansteht. Ciao und Servus.